Anfang der 60er bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen. Und ich wollte die dreimal, die vorher da waren, nicht bleiben, weil es mir alles so klein und so eckkariert vorkam, was natürlich eine Schweinerei und ungerecht ist. Denn Berlin ist das Größte, was es überhaupt gibt. Ich kenne ganz viele Städte dieser Erde, wirklich. Also alles Mögliche. In Paris war ich ziemlich lange, naja, in London, überall. Und jedes hat ihren eigenen Charme und sind super. Aber keins hat diese Aussprache, dieses Flair von Berlin hat keins. Nicht mal Paris. Tja, wenn du hier lebst, dann weißt du, das kann man nicht erklären. Das ist so, dass wir uns eben kennengelernt haben und gleich uns verstehen, der Draht schnell da ist mit allen möglichen Leuten. Das ist eben halt Berlin. Romy mit einem sehr, sie hat mich angelacht, ja, richtig. Aber ich finde das Lächeln irgendwie gezwungen. Sie ist ganz toll gewesen. Na, Bruno Ganz, der eine Koryphäe als Bühnendarsteller. Er ist immer gut, ob Bühne oder Film, der ist überragend. Und die erste Götz Gehorbe, der sich nicht gerne fotografieren ließ. Raging Bull. Also wir haben eine Pressekonferenz gehabt und dann, wie alles so halb beendet war schon, da habe ich ihn gefragt, ob er mich auf den tiefer schneidenden Kurfürstendamm begleiten würde. Naja, und dann ist er mit mir raus und hat brav wie ein Lamm alles gemacht, was ich gesagt habe. Also ich war vor Ehrfurcht fast erstarrt und der war ganz locker, also ganz toll. Guck mal, wie er lacht. Der Puck von Berlin. Aber nicht der Puck vom Eishockey, sondern der Puck aus dem Shakespeare, aus dem Sommernachtstraum. Der Puck ist jetzt ein Begriff. Das ist dieser Waldgeist, der überall einmal rumspukt, so wie ich. Den Namen hat mir gegeben, wird euch vielleicht auch nicht mal ein Begriff sein, nicht zu fassen. Friedrich Holländer, wisst ihr nicht, wer das ist, ne? Ja, aber ihr kennt das Lied von ihm, alle. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, zum Beispiel, um ihn bekannt zu machen. Ja, und der hat zu mir gesagt, für mich bist du wie der Puck. Daher habe ich den Namen. Überall, wo ich hinkomme, der war dann hier zu irgendeiner Vorstellung, überall, wo ich hinkomme, tauchst du auf aus dem Nichts. Du bist immer zu schon da. Du kannst es fragen, was ist denn nicht so? Es ist alles toll, wirklich. Naja, dann bin ich ja befangen, total befangen. Ein totaler, was heißt ein Fan der Berlinale, kann man das sein? Ja, kann man auch sein. Also ein super Fan der Berlinale. Berlinale ist alles. Und sie wird ja, ach, die ist ganz goldig. Senta Berge. Die hat einmal einen riesen, wunderbaren Blumenstrauß bekommen. Das heißt, mal ein, die wird jeden Tag wahrscheinlich welche bekommen. Aber sie kam mit dem Blumenstrauß zu mir. Da sagte Erika, ich schenke dir den. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann dir deinen Strauß nicht weg. Nee, doch, bitte tu mir doch den Gefallen. Ich fliege doch morgen früh schon. Der geht doch kaputt. Nimm ihn doch bitte, ich will ihn dir aber schenken. Und dann habe ich gnädigerweise den Strauß von der Senta Berge, aber mit dem nach Hause kam. Und mein Mann, der Heine, sagte, wer hat dir denn so einen Strauß gestellt? Und ja, da ist die Fanfestspiel. Ich habe jetzt versucht, nicht mehr bei jeder Party bis zum Schluss zu bleiben. Ich gebe mir jetzt selbst einen Stoß im Rücken und sage, jetzt geh mal. Es passiert doch nichts mehr, aber es ist so ulkig. Irgendwie zum Schluss kommen immer die besten Sachen. Tja, eine Sucht, kann man nichts machen.